Auf der Wache Köln-Mülheim muss Paul Richter jetzt einem kleinen Jungen helfen, den kaltblütigen Mord an seinen Fischen aufzuklären. Können Sie mir bitte helfen? Ja. Meine beiden Fische, Tom und Jerry, die sind, also ich glaube, einer. Mike hat die getötet, glaube ich. Mike? Komm, gib mir mal den Eimer. Komm, wir gehen mal reingucken. Kommst du mit? Ja. Ich bin mal gerade hinten, ne? Chefsache ist das hier. Magst du dich mal hier hinsetzen? Wie heißt du denn? Noah. Noah. Ja, Tom und Jerry sehen nicht so gut aus, ne? So wie das hier aussieht für mich. Guck mal, wenn die nicht gerade im Tiefschlaf sind, hast du gerade schon die richtige Vermutung ausgesprochen, ne? So, und wer ist Mike? Das ist von meiner Mama, der Freund. Das ist von deiner Mama der Freund. Und was soll er jetzt mit dem machen? Wie glaubst du, hat er die warum hat er das denn gemacht? Ich glaube, er hasst mich. Und deswegen hat er dir die Fische umgebracht? Das glaube ich doch aber nicht, oder? Glaubst du? Oder hast du es gesehen? Also ich habe es auch gesehen, weil er hat sich gestern am Teich so rumgemacht. Ja. Und hat irgendwas da reingestreut oder so. Ja, vielleicht Futter. Nee? So, und weil er dich nicht leiden kann, meinst du, hat er dann Wut auf die Fische bekommen, oder wie? Ja. Sollen wir denn, wo ist denn die Mama? Die ist zu Hause. Die ist zu Hause, müssen wir die Mama doch vielleicht mal fragen, nein, oder? Nicht die Mama? Wie heißt du denn mit Nachnamen, oder wie heißt du denn komplett? Noah Herzog. Noah Herzog. Ja gut, aber Noah, dann werden wir unter Umständen nicht drumherum kommen, dass wir auch mal mit der Mama zumindest darüber sprechen müssen, ne? Hat die Mama denn auch Probleme mit ihm? Oder mal Streit, hast du was mal mitbekommen? Nee? Ist ja alles sehr mysteriös, ne? Wenig später erreicht die Mutter mit ihrem neuen Lebensgefährten die Wache. Während Daniel Klattmann den Mann befragt, klärt Paul Richter die Mutter über den Vorwurf des Neunjährigen auf. Er kam jetzt eben so ein bisschen mit dem Verdacht und wollte eigentlich auch gar nicht, dass ich sie mit da ins Boot hole. Wahrscheinlich, weil ich da ein bisschen Sorgen gemacht hat. Der Gedanke, ich weiß, du willst nicht, dass ich das jetzt erzähle, aber es geht nicht anders, ist von ihm wohl der, dass das so ein bisschen mit dem Mike zu tun hat, dass er ihn nicht leiden könne. Und Schatz, wie kommst du denn da drauf? Ist denn da in der Vergangenheit bei Ihnen im Hause irgendwas vorgekommen, wo Sie sagen, die Stimmung ist nicht so gut. Ich meine, neuer Mann ist nie so einfach. Verstehe ich auch alles. Also eigentlich kommen die beiden super miteinander zurecht. Und mein Freund, der liebt den richtig, den Noah. Also der hat sich richtig gut eingefunden in die Familie. Und er liebt ihn wirklich wie Sau. Also der ist total verrückt nach ihm. Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, was denn da los ist. Also ja gut, manchmal ist es ja auch so ein bisschen die Eifersucht. Ich will da jetzt auch, ne? Du bist ein cleverer Bursche, dir brauche ich jetzt auch nicht wenigstens in den Mund legen, was er nicht gesagt hat. Also ich würde dann Folgendes machen, ich würde jetzt einmal den Eimer... Was hast du? Das hat der Mike gemacht. Aha. Was? Ja, er sagt ja, dass er sie gewürgt hat, ne? Damit. Wie kommst du denn darauf? Ist da was dran? Nein. Der Mike würde das nie machen. Hm. Niemals. Nein. Aber ein Halstuch an, ne? Heute. Haben Sie öfter das Halstuch an? Ja, eigentlich schon. Wenn Sie einmal den Gefallen tun, einmal das Halstuch für mich abnehmen. Ich weiß, es ist unangenehm und möchte man vielleicht nicht in dem Moment. Aber wenn Sie es mir einmal zeigen. Weil ich merke, Sie drucksen auch so ein klein bisschen rum. Und ne, wenn wir schon einmal so weit sind, dann haben Sie ihn da am Hals. Was ist denn da? Ein bisschen rot, ne, und blau. Würgemale würden wir das nennen. Ja, also, ich mache Taekwondo halt auch noch in meiner Freizeit. Einmal die Woche. Und ja, ich glaube, mein Mattenpartner hat das ein bisschen übertrieben. Okay. Irgendwie, aber das war nicht der Mike, also beim besten Willen nicht. Nichts mit ihm zu tun. Ja, ich kann es nur so aufnehmen, wie sie es sagen. Ne? Nichtsdestotrotz müssen wir bei sowas, wenn Kinder mit dem Spiel so ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also. Da die Frau offenbar die Wahrheit verschweigt, kommt Paul Richter bei den Ermittlungen nicht weiter. Deswegen hakt Kollege Daniel Klattmann jetzt genauer nach.
Gut, worum es geht, wissen Sie ja selber. Erzählen Sie einfach mal, was ist denn da jetzt genau passiert mit den Fischen? Also ich stand da gestern am Teich, hab da die Fische so ein bisschen gefüttert, beobachtet, hab ein bisschen entspannt dabei die Fische. Mhm. Und ja, jetzt habe ich gehört, dass die auf einmal tot sind, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ihre Lebensgefährtin, Freundin, wie auch immer, hat wohl Würgemale am Hals. Mhm. Was sagen Sie denn dazu? Was soll ich dazu sagen? Also, ja, das ist Ihnen überlassen, was Sie dazu sagen. Ja, natürlich. Sie unterstellen Sie mir jetzt, ich hätte meine Freundin... Nein, ich unterstelle Ihnen gar nicht. Ich habe Ihnen nur jetzt die Sachlage dargelegt, habe Ihnen gesagt, dass Ihre Freundin wohl Würgemale am Hals hat. Okay. Was Sie dazu sagen? Ich unterstelle Ihnen gar nichts. Nö, ja, hat er sich ja jetzt aber so angehört. Nein, das hat sich bestimmt nicht. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Genau, also... Wie ist das passiert? Wie können Sie sich vorstellen? Ist das zustande gekommen? Ich glaube, da fragen Sie am besten mal meine Freundin, was sie dazu sagt. Okay. Also Sie können sich das ebenfalls nicht erklären? Ich kann mir halt auf jeden Fall nicht erklären. Der neue Lebensgefährte streitet jeden Gewaltvorwurf vehement ab. Handelt es sich bei dem Geschäftsmann wirklich um einen skrupellosen und verlogenen Schläger? Muss man aufs Klo? Ja, komm, wir gehen mal auf Toilette. Warte, ich führe Sie hin. Sie wissen, finden Sie eh nicht. Lassen Sie mich kurz vorgehen. So, einmal mir hinterher. So, die Toiletten sind hier vorne auf der... Was ist los? Gott, was ist das denn jetzt wieder? Was ist los? Den kenne ich doch. Komm mal mit her. Stefan, nimmst du ihn mal gerade? Der muss mal auf Toilette. Danke. Oh Gott, was macht der denn hier? Komm mal mit. Wer ist das denn? Das ist so jemand, den ich einbestellt habe für mein Badezimmer. Der sollte mein Badezimmer renovieren, weil ich das alles rundum saniere bei meinen Eltern, weil ich und da jetzt wohne. Jetzt. Ja, ich habe den übers Internet kennengelernt. Und da war noch ein Rohrbruch entstanden und eigentlich ging es um 3.000 Euro und auf einmal wollte er 6.000 Euro haben für das Badezimmer, weil da noch ein Rohrbruch oder irgendwas geschehen ist und jetzt bedroht er mich. Der hat mich im Supermarkt abgegriffen auch. Aha. Und der hat mich dann auch richtig gepackt und hat auch irgendwie gedroht, dass er dem Noah was tut. Kommen daher diese Würgemale? Genau, und dann hat er mich halt auch nochmal gepackt und richtig mit Nachdruck mir gesagt, dass ich jetzt auf jeden Fall die Tage ihm das restliche Geld geben soll. Die 3.000 Euro noch. Laut Aussage der jungen Mutter hat der Handwerker auch die Würgemale an ihrem Hals verursacht, um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen. Was sie bislang nicht ahnt, der Mann ist auch für ihren neuen Lebensgefährten kein Unbekannter. Herr Keck, ja. Mich kennst du nicht. Die junge Dame sagt ein bisschen was anderes. Sie haben in der Vergangenheit bei ihr in der Küche oder im Badezimmer irgendwie mal gearbeitet, kann das sein? Ich hab die Olle noch nie gesehen. Ne? Die Olle haben sie noch nie gesehen. Die Olle. Fängt schon mal gut an. Mal sehen, ist das einer hier, ja? Da ist mein Bruder da hinten. Ihr Bruder. Da ist mein Bruder. Ja. Brauche ich nachprüfen. Ihr, du hast mir aufgelauert im Supermarkt und du hast auch mit dem Kleinen gedroht und mich angefasst. Mal davon abgesehen. Davon weiß ich nichts. Ich hab die jetzt echt gut. Ich sehe die jetzt gerade das erste Mal hier. Ich hab noch nie gesehen. Ne? Auch wenn der Verdächtige die Vorwürfe abstreitet, wird seine Schuld mit Hilfe der Überwachungskameras auf dem Supermarktparkplatz eindeutig zu beweisen sein. Der Lebensgefährte gibt an, dass sein Bruder die Masche schon mehrfach abgezogen und mehr Geld verlangt hat, als besprochen war. Aufgrund dessen ist er bereits vorbestraft. Kommen Sie einmal mit, Sie werden es von unserer Erkennungsdienst behandelt. Damit nach vorne. Hältst du fest, ne? Ja, ja. So! Rausgeholt die Fische oder? Ja? Ich hab sie geangelt. Geangelt? Warum? Komm, bei der Polizei muss die Wahrheit sagen. Er sagt gerade schon, er hat sie geangelt. Hat er sie geangelt? Ja, er hat sie geangelt. Hast du dir Sorgen gemacht um die Mama? Ja. Oh, das ist aber süß von dir, mein kleiner Spatz. Ja, ich denke mal, bei dem Gedankengang eines Erwachsenen ist es hier. Nachvollziehbar, dass man vielleicht erstmal die Mutter fragt, bevor man dann irgendwelche Fische angelt oder seine Fische angelt.
bei einem Jungen in dem Alter kann man das noch nicht erwarten, dass man ja so denkt oder so vernünftig denkt, wie man eigentlich hätte denken sollen. Dementsprechend mache ich ihm jetzt hier keinen großen Vorwurf. Der neue Lebensgefährte hat nach dieser Tat den Kontakt zu seinem kriminellen Bruder endgültig abgebrochen.